Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen hier im Volvo, hier noch in Cheyenne bei unserer neuen Garage. Ich bin einfach mal in den Volvo wieder eingestiegen, denn der war ja der erste, den ich mir geholt habe, nachdem das Update mit den Gebrauch-LKWs, also in dem Update, wo die Gebrauch-LKWs reingekommen sind, geholt habe. Deswegen ist das ja quasi das nächste Ziel, den hier ein bisschen aufzuwerten. Also zu restaurieren, auch wenn er schon auf 5,5 Sternen hat, aber einfach, um es gemacht zu haben, hier mit dem, damit er quasi wie neu ist. Wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ich habe auch schon gedacht, dass man das vielleicht so machen kann. Also abgesehen davon, dass ich hier sollte ich noch andere Gebrauch-LKWs gekauft haben hier auf dem Profil? Ich glaube nicht, aber ich müsste mal nachschauen, dass man als nächstes die dann halt auch restauriert, dass die dann quasi auch wie neu sind, und danach kann ich mich vielleicht dran machen, dass ich hier auf diesem Profil, was ja hauptsächlich für die Events und für Livestreams gedacht ist, und jetzt einfach zu überbrücken nutze, dass ich da einfach in jedem Start einfach eine Garage habe. Fangen wir erstmal damit an quasi. Preis pro Streckeneinheit, okay. Ich bin überrascht. Aber gut, Preis pro Strecke ist das Beste. Also dann würde ich sagen, fahren wir von Chemso, fahren wir dann Chlor nach Gillette zum Riding Sport. Sind zwar nur 200 Meilen. Und wir würden mehr Geld verdienen, also quasi mehr Cash bekommen, wenn wir beispielsweise jetzt nach Texarkana fahren. Aber es ist halt schon ein Unterschied von 15 Meilen. Knapp 16, 17, 18? Ja, um die 16 Dollar pro Meile, die wir halt mehr bekommen, wenn wir Chlor fahren. Muss ich sagen, ist halt, fahren wir halt Chlor. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es eng wird mit dem, dass ich den Stream, bzw. die Stream, den Premiere von Railway Empire verpasse, aber scheint dem Neige jetzt ja nicht so zu sein. Drum hier eine kleine Extra-Runde. Ich muss auf alle Fälle nochmal tanken, das steht schon mal fest. Ich weiß nicht, hiervon habe ich aber Screenshots gemacht, aber ich glaube, ich, oder? Bin ich mit dem Volvo gefahren, als ich es gemacht habe? Ja, ich bin mit dem Volvo gefahren, ja, meint. Aber wir können ja trotzdem. Zurücksetzen, okay, sondern mit entfernen und nicht mit. Und nicht mit, wie ich dachte, mit Backslash. Ist einfach irgendwie sogar mit einer Fahne von 3 Stunden gerechnet, deswegen wäre, hätte ich ihn einfach nicht mitbekommen von der Familie. Aber so kann ich jetzt auch noch mal überlegen, ob ich vielleicht noch, wobei die Sonne kommt jetzt langsam rum, also ist eigentlich auch schon gar nicht verkehrt, dass es so ein kurzes Video ist. Ich wollte gerade sagen, dass ich vielleicht noch mal ETS2 aufnehme, aber wenn die Sonne jetzt gerade schon am Rumkommen ist, weiß ich nicht, ob das so eine smarte Sache ist. Weit haben wir es? Okay, 4 Meilen. Ja, ne, ich glaube, wir sind nicht so smart. Das Einzige, was ich jetzt hier quasi aufnehmen könnte, wäre hier beispielsweise Railroad Corporation, aber da habe ich auch nicht gestoppt, irgendwelche Trails oder sowas gibt. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwie mit der Kampagne beginne, dann könnte es halt entweder auch so sein, dass es wie bei das ist wie bei Railway Empire ist, dass die erste Kampagne quasi, oder das erste Szenario, dass das nur in Anführungszeichen, ich hab auch verschneiden müssen damals,
Aber dass es so eine Stunde bis anderthalb Stunden ist. Aber es könnte auch sein, dass sie bei Transport Fever, als ich auf Transport Fever, schaue ich mal eben gerade nach. Da war die Kampagne, glaube ich, ja auch schon bei der ersten, im ersten Bumm schon länger. Okay, never mind. Vielleicht auch nicht. Ja doch, eine Stunde 45, 2 Stunden. Die zweite, also es hätte dann auch schon, also es könnte eng werden. Deswegen. Würde ich sagen, nämlich einfach, dass man dankend in Kauf, dass ich jetzt hier nicht so in Schwitzen komme. Jetzt ist ja noch mal erst 2:30. Der Witz denn im Sommer? Aber ich sag's, wie es ist. Es wäre halt schon viel getan. Wenn ja keine. Nicht weiß, vielleicht eher so cremefarben weiß die Gardinen, wenn die einfach dunkle Gardinen sind. Da wird auch schon viel getan. Aber ich muss bis auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass ich glaube, so ungefähr. Ich schätze mal 15:30 Uhr oder so, dass es erstmal hier in den aktuellen Umständen hier im Zimmer schwierig wird. Irgendwas zu machen, wo man sich irgendwie stark auf den Verkehr konzentrieren muss. Also wie gesagt, so. Ja, solche Sachen wie, keine Ahnung, ATS, ETS2, Transim World. Alles, wo man irgendwie fährt und sich dabei konzentrieren muss, das ist halt dann schon wieder ein bisschen. Tricky, weil es dann auch schon sehr stark auf die Augen und aber auch so ein bisschen auf den Kopf geht, weil man sich halt so anstrengen muss, vernünftig zu sehen. Oh, ich muss ja noch mal tanken. Ne? Ja. Wo ich hier gerade die Tanke sehe, wo ich nicht drauf fahren darf. Bei der Musik noch. Super. War schön, dass wir jetzt immer noch mal ordentlich durch Cheyenne durchfahren. Das finde ich auch super. Schönes Feeling. Habe ich mir beispielsweise mittlerweile auch Schweinsen 04 geholt, also ich wollte es. Okay. Ich wollte es mir eigentlich nicht holen, ich wollte es mir also erst holen, wenn ich hier weiß, dass es hier ein Rechner steht, der das, mit dem ich das Spiel spielen kann und auch aufnehmen kann und das Spiel mal whatever kann. Und habe dann einfach schon scheiße so gesagt: Ja, okay, ich kaufe mir einfach Schweinsen 04 nicht, weil. Bis ich dann richtig vernünftig wieder spielen kann, dann ist Transim World 5 draußen. Denn einfach weil ich mir auch Transim World 3 geholt habe und Transim World 3, das einzige, was ich mit Transim World 3 gemacht habe, ist, dass ich es mir gekauft habe. Das war's. Ich habe keine einzige Minute drin. Gar nichts. Einfach weil es mir nicht möglich war und da wollen wir ran, alles klar.
take a U-turn when possible. So, 200 Meilen tanken, ein bisschen unterwegs auch noch. Ich glaube, ich fahre sogar, okay, fast neue Wege. Wir fahren Interstate 25 hoch und dann auf dem, ja. Auf dem, quasi auf dem Wyoming Highway 59 fahren wir dann nach Gillette. In Gillette war ich noch nicht, auf dem Highway war ich auch noch nicht. Sprich, erstmal schön neue Wege und tanken können wir. Ja, kurz nachdem wir rausgefahren sind, das heißt, wir machen hier nochmal einen Abstecher. Direkt erste Ausfahrt wieder raus. Und verlassen dann kurz die Interstate 25. Denn wir brauchen halt einfach Tank. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir. Wir fahren 51.500 Pfund. Halt auch nicht wenig. Ja, super. Ich wollte nicht auf F4 drücken. Ich wollte auch nicht auf Escape drücken. Ich wollte, ja, immer noch so und so wollte ich es machen. Wenn man nicht die richtigen Tasten trifft. Aber ja, okay, jetzt rechts rum. Oh Gott, ich hab's mir einfach geholt. Da vom Humble Bundle. Waren es noch einige Sachen mit dabei, die ich schon hatte. Aber. Auch einige Sachen, die ich noch nicht hatte. Deswegen dachte ich mir, okay. Warum nicht? Auch schön mit dem Müllton hier, dass sie hier schön rumstehen. Stay right. Ja genau, also in der Railroad Empire habe ich bis, habe ich gesagt, na, kommt. Go straight. Kommt für mich gleich raus, premierenmäßig. Ich nehme es gerade wieder am letzten right. Sonntag auf. So rechts abbiegen. Ist da wieder richtig Abfahrt verpassen zum Tanken? Dass ich dann vielleicht schon diese Woche anfange, dann mit Railroad Corporation aufzunehmen. Aber schauen wir mal. Turn left. Ich habe prinzipiell noch hier eine Kampagne von Transport rumliegen. Railway Empire 2 habe ich mir dabei noch nicht geholt. Werde ich mir bestimmt mal auch irgendwann dann holen. Aber bevor ich dann Railway Empire 2 anfasse, werde ich erstmal die Kampagne von. Die Kampagnenkapitel von Railway Empire vollenden. Ich weiß gar nicht, ob bei diesen ganzen anderen DLC, so wie ich glaube, war das nicht Frankreich dabei, Großbritannien, boah, war da Indien oder sowas dabei? Also gab es ja noch verschiedene, nennen wir es mal territoriale DLCs, also quasi wie USA, beziehungsweise wie Nordamerika, ich glaube Südamerika gab es ja, Mittelamerika. Ich weiß ja gar nicht genau, was da jetzt dabei dazu kam, ob da jetzt auch Kampagnen dabei waren, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das wäre natürlich auch noch eine Sache, die ich dann noch in Angriff nehme, bevor ich mich an Railway Empire 2 setze.
Bin hier beinahe schon rechts abgewogen. So, dann geht's hier rechts auf die Interstate. Das wird zu Interstate und dann fahren wir auf die Seite rauf und nachher wieder runter. Ja, schon cool mit der Ausfahrt da und so weiter. So, haben wir mal wieder auf Interstate drauf. Kurz beschleunigen. Ich hoffe, der Tank reicht bis dahin. Ich weiß halt gar nicht ganz genau, ob das mit Transport Fever, dass die Kampagnen auch in der Cloud oder sowas gespeichert wurden. Ich hoffe es ja. Denn ich befürchte, ich habe es einfach, also ich habe es auf alle Fälle deinstalliert, aber ich weiß halt gerade gar nicht genau, muss ich nochmal nachschauen vorher vielleicht, ob ich da irgendwie noch Spieldaten habe. Das würde ich nämlich auch nochmal in Angriff nehmen, dass ich die Kampagne da zu Ende bringe, weil ich glaube, Amerika fehlt noch ein oder zwei und Europa noch ein paar mehr. Die würde ich halt auch nochmal vorher durchziehen wollen. Bevor ich dann mit Transport Fever 2 die Kampagnen mache. Gut, und hier eine Perfektion und so, das kann man ja immer noch im Stream machen, wenn man da irgendwie die Kampagnen nicht mit den vollen Anzahl von Sternen hat, dass ich dann im Stream mich mal ransetze. Aber ich hoffe mal, dass es einfach mal gespeichert wurde. Irgendeiner Form. Oder dass ich die Daten noch habe, aber ich habe die Befürchtung, dass es eben nicht so ist. Aber da schaue ich nochmal nach. Aber super interessant, wie einfach ATS deutlich weniger FPS habe als in ETS 2. Finde ich ja schon sehr faszinierend. Mich jetzt nicht führen, also das ist auch anders wild. When possible, make a U-turn. Never mind. I'll find a new route. Das war ja auch anders wild. Okay, let's find a new route. Schon viel Schwung gehabt, aber okay. Go straight.
Jetzt sollte er noch gar nicht tanken. Einmal runterdrehen. Sehr schöne Staubpiste. Nee, müde bin ich noch nicht. Dann mal. Wir laden hier aber nicht ab, sondern wir tanken nur. Oh Gott, $4.10. Insgesamt $99 für 241,5 Gallonen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier in Gillette eine Garage bzw. eine Werkstatt haben, meine ich natürlich. Okay, wir haben eine Garage, aber keine Werkstatt. Auch schön. Dann erfahren wir halt nicht, wie viel ich noch einfahren muss. Rechnen wir einfach mal mit 400.000. Hätte man eine Strecke da mal schauen sollen. Bisschen mehr Schwung als ich dachte. Weiter. 167 Meilen noch. Also für eine 200 Meilen Fahrt muss ich sagen, ist das Video doch schon deutlich länger, als ich jetzt dachte. Aber gut. Vielleicht doch nicht so verkehrt, dass so ein kurze Fahrt, ich meine, wenn wir schon ungefähr eine Viertelstunde allein in Stellen verbracht haben. Gestern noch neulich schon das erste Gameplay-Video zu Nebraska. Dementsprechend wird Nebraska wirklich als nächstes kommen. Ich lese euch dann nochmal so ein bisschen ein. Also ich habe mir das Video nicht angeschaut, weil ne, Spoiler-Alarm und so. Aber so, was jetzt so die Basic-Stuff betrifft, werde ich mich nochmal so ein bisschen reinlesen. Was so an neuen Dingen kommt. Ich schätze mal, dass es vielleicht noch so ungefähr eineinhalb Monate dauert. Mindestens. Vielleicht auch zwei Monate mindestens. Bis dann Nebraska rauskommt. Einfach nur die Vermutung, die einfach nur daran, einfach weil es ein Gameplay-Video rausgekommen ist. Aber wie gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut. Mich einfach nicht spoilern wollte. Wenn man bedenkt, dass gerade noch erst Frühsommer ist, so. Schon so schön ballert, dann wir haben es 15
Uhr, wahrscheinlich also gute 15 Uhr wird irgendwann im Sommer dann halt auch schon zu spät sein. Das ist ja schon erst um 14:30 Uhr so Deadline, aber. Ich weiß auf alle Fälle, was ich gleich machen werde. Ich werde jetzt Fenster aufmachen. Zumindest auf Kipp. Eventuell werde ich mich sogar schon mal ransetzen, um das Video hier zu bearbeiten. Dann war das nämlich auch schon. Ja, ich weiß, die 40 sind nur. Jetzt waren die 40 aber schon mandatory, weil ne, hier der 30er Speedlimit kommt. Freie Bahn. Und dann geht es auf den Highway aus 59 oder 57. Dann bin ich mal gespannt, wie der Highway jetzt aussieht. Kann man schon ein bisschen wieder raus beschleunigen. Hier steht sich bergauf. Meilen nach Gillette. Ich denke mal, es ist dann auf alle Fälle im nächsten wieder. Okay, was heißt auf alle Fälle? Na, je nachdem, aber wenn wir wieder so ein 15 Dollar, 16 Dollar mehr pro Meile Auftrag da ist, dann wird es ja wieder eine kürzere Fahrt. Dann habe ich mir gut vorstellen, dass es dann am nächsten Mal jetzt doch eine längere Fahrt ist. Also ich muss schon sagen, ich finde es echt angenehm, dass die Züge jetzt auch schon Vanilla-mäßig halt schon länger sind als früher. Es ist immer noch kurz. Also, zu kurz für die Realität und so, aber es ist schon mal schön, dass man nicht einfach nur 5 Waggons hat Maximum, sondern irgendwie jetzt 13, 15, irgendwie sowas. Ich hätte sogar gerade kurz 70 fahren dürfen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn wir denken, dass einfach die nächste Woche, also zumindest am Ende der nächsten Woche, wird es ja wieder wärmer und am Ende dieser Woche wird es ja wieder wärmer und nächste Woche soll es ja auch deutlich wärmer und schöner sein. Also zumindest wärmer als jetzt. Das haben wir sogar teilweise nachts noch Minusgrade. Ja, aber es wird auch wieder schöner, also ja. Ganz gute Sonnenschirme. Ab und zu zumindest. Es
ist alles dann wieder so ein bisschen mehr nachschauen, wie es ist und so. Stimmt, ich sollte mir gleich nochmal einen Screenshot machen von den Settings hier, die dann mit ETL2 vergleichen kann. Stay left. Aber natürlich. Bisschen spät die 50 wahrgenommen. Oh, stimmt. Diese Woche kommt ja das neue, so gestern kam ja sogar das neue Dings raus. Für mich in 2 Tagen, weil es Sonntag ist. Neverwinter, neues Modul. Eieieiei. Go straight. Weißt du schon mal, dass es für ein bisschen weniger Arc wieder gespielt wird? Das ist ja ohnehin schon ein bisschen weniger ist, aber. Dann noch deutlich weniger, zumindest an einem Tag. Stärker für die Dailies. Erst auch mal in Gillette. The Equality State 8 von 11. Was fehlt denn noch? Sheridan, Cody und Jackson. Auch wir schon einfach solche inszenierten Plätze am Straßenrand zu sehen. Go straight. Müssen uns wieder rechts nach links halten. Fahren wir weiter geradeaus. Go straight. Schön hier mit dem weitergezogenen Fußgängerweg vorne uns rechts. Auch mal Schutz für die Fußgänger. Schon mal einsortieren, solange ich den Platz und Freiraum habe.
ist eine sehr schöne Straße hier. Die grüne Welle ist nicht existent. Na, aber jetzt mal. Jemand musste sich ja kommen, ne? Go straight. Stay left and then turn left. Turn left. Stay right. Then turn right. Turn right. Ja, positiv überrascht, dass wir hier da, ne? Dass wir Go bekommen haben. Also, das ist Go gekommen. Dass ich jetzt nicht nochmal 700 Dollar Strafe zahlen musste. Get ready to turn left. Turn left. Das ist vielleicht bei Relic Sport. Ich bin aufgefallen, dass hier Garage gab es. Ach, Garage gab es klar, aber ich doch Truck Stop. In Gillette. Turn left. Die Frage, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und das ist natürlich ein schöner Spot, wo man nicht einfach so. Okay, ich fahre. Anders. Ich hätte aber jetzt gesollt. Yeah. Wollen wir einparken, wa? Okay. Eine größere Runde. Okay. Wir können einfach so durchfahren. Gut zu wissen. Können nochmal schön den Zug vorbei. Hält sogar an? Oder fährt einfach nur langsam? Der fährt nur langsam. Dann laden wir mal die Fracht ab. Oh,
ausgezeichnete Chlor von Cheyenne an Jeanette geliefert, Gefahrenstrecke 217 Meilen, Dauer 44 Minuten für 217 Meilen. Verwasserkraftstoff 32 Gallonen, erledigte World of Trucks Auftrag in ATS 165, es gab dafür 21.000 Dollar und 513 Erfahrungspunkte. Dann suchen wir uns nochmal einen Startplatz hier in der Nähe. Ja, fahren wir hier hin, das ist kürzer. 3 Meilen, 13 Minuten. Let's do this. Langsam ballert die Sonne schon richtig wieder hier. Wie schnell das einfach gehen kann. Natürlich doch. Turn right. Get ready to turn left. Hab eigentlich vorher beim Schalter zu halten, aber. Dann doch ein bisschen. Ja, ich wollte nicht wirklich sagen, zu schnell, aber. Hab dann doch nicht auf der Bremse gestanden. Aber es kam ja auch keiner, ne? Warum ist denn eine Blockade? Die würden uns aber Strecke jetzt nicht sagen, wir sollen drauf fahren. Sehr schön, wir können uns einfach hinlegen. Stay right and then turn right. Können wir einfach schwarz aber schauen, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Hoffen, dass das Wetter morgen noch besser sein soll als heute. Und dementsprechend. Okay, die Ehren drehen können. Okay. Wobei ich deswegen eigentlich bezweifle, dass ich dann morgen wieder zu komme. Nicht nur ETS2 aufzunehmen. Ah, wir können einfach mal Spaß selber schauen. Ob es dann auch dahin geht oder in die Art hingeht, werden wir dann sehen. Aber Fort Knox wäre natürlich jetzt da. Ja, gut, nach Gillette, boah. Also, ich würde jetzt nicht von Gillette nach Gillette fahren, so viel sei gesagt. Aber okay, ja, könnte nach Texas gehen. Oder sonst wohin. Worin das gehen wird, werden wir aber dann uns im nächsten Video anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hier. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.